herzlich willkommen zu einem Abend bei den Staudigels. Ich freue mich, dass wir heute ein Buch präsentieren können, das Balanced Food heißt und vor allem, dass wir beide Autoren zu Gast da haben. Herzlich willkommen, Frau Uli Zicker und Herr Dr. Wolfgang Laluschek. Frau Zicker ist eine Bestseller-Autorin. Sie hat schon viele Ernährungsbücher geschrieben zu den verschiedensten Ernährungsthemen und Sie sind auch Ernährungsberaterin nach TCM. Das macht es auch dann besonders spannend, weil Sie sehr viele Aspekte noch mit einbringen können. Herr Dr. Laluschek, Sie sind Neurologe, ein sehr sympathischer Coach. Ja, oh ja. Genau. Und Sie sind Leiter eines Gesundheitszentrums in Wien. Genau. Das freut uns besonders, dass Sie heute auch hier sind und etwas über Ihr Buch erzählen. Herr Dr. Laluschek, worum geht es in Balanced Food? Ja, wir haben versucht, gemeinsam etwas zusammenzustellen, das helfen kann in einer Zeit, wo viele von uns sehr belastet sind, Stress haben, vielleicht auch öfters überlastet sind, wie es gelingen kann, da erstens einmal nicht in ein Burnout zu rutschen, in ein viel zitiertes, oder man könnte es auch anders sagen, gesund zu bleiben, und zwar gesund, so wie wir es verstehen, glaube ich, natürlich einerseits auf einer physischen Ebene, aber auch auf einer psychischen Ebene, auf meiner seelischen Ebene und fast noch weiter gesagt auch auf der sozialen Ebene, sprich in meinen Beziehungen. Weil das macht dann eigentlich Gesundheit im umfassenden Sinn aus. Und Anlass für mich oder die Freude für mich, dieses Buch gemeinsam zu machen, ist natürlich eine Erfahrung oder ein Erleben, dass so Phänomene, die man vielleicht Burnout nennen kann oder Erschöpfungsdepressionen und andere Krisenzustände, so stark zugenommen haben. Und zwar nicht nur, weil die Medien ständig Überschriften machen, sondern weil es auch ganz reale Zahlen dazu gibt über Anstiege psychischer Erkrankungen um 180% in den letzten 15 Jahren. Und das hat natürlich sehr, sehr viel, das hat nicht etwas damit zu tun, dass wir plötzlich alle so krankheitsanfällig geworden sind, sondern das hat sehr viel mit gesellschaftlichen Faktoren zu tun. Aber eben auch mit Faktoren des eigenen Verhaltens, auch des Arbeitsverhaltens und unseres Lebensstils. Und das ist für mich natürlich extrem bereichernd in meiner Tätigkeit, wo ich sagen kann, vom Arztsein bis zur Lebensphilosophie und zurück spannt sich eigentlich der Tätigkeitsbogen, was sehr, sehr bereichernd ist. Und insofern habe ich für meinen Part mich bemüht, diese Themen ein bisschen aus der neurologischen Sicht, eben auch unter Zuhilfenahme neuer Erkenntnisse der Hirnforschung und natürlich aber auch ein bisschen ja, philosophischer Sicht in aller Bescheidenheit, diesen Mix so aus meiner Seite ein bisschen zu beleuchten in einer Verschränkung mit dem, was die Frau Zicker dazu beitragen kann. Was ist Ihre Sicht in diesem Buch? Was beleuchten Sie? Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es um Ernährung, ganz viel auch in dem Buch. Aber wir haben das Thema der Ernährung ein bisschen weiter gefasst als nur die Frage, was esse ich. Es geht um die Frage, was nährt mich? Und da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen, wo ich mir nicht nur anschaue, was esse ich, sondern auch die Qualität der Produkte. Kommen wir vielleicht später noch ein bisschen dazu. Aber was nährt mich auch auf anderen Ebenen? Wie esse ich? Wann esse ich? Wo esse ich? In welchem Rahmen esse ich? Da geht es um Themen wie Achtsamkeit, da geht es um Themen wie Dankbarkeit. Das heißt, wir haben versucht, dieses Thema, wie nähere ich mich, auf eine sehr breite Ebene zu stellen. Darum geht es. Sehr schön. Sie beginnen gleich im ersten Kapitel mit Beziehungen. Was haben Beziehungen mit Burnout-Prophylaxe zu tun? Ja, ganz viel, ganz viel. Das eine ist, dass wir einfach von unserer Natur aus in der Regel keine Einzelgänger sind, sondern wir sind Beziehungswesen. Das kann man hin zurückverfolgen, sage ich mal, tatsächlich bis zur Hirnforschung, wo man sagen kann, die ersten Säugetiere, ich möchte es jetzt gar nicht zu technisch machen, aber haben so etwas mitbekommen von der Natur, weil wir nennen das Bindungsverhalten. Und da hat die Natur was ganz Geniales gemacht, sie hat nämlich ein Hormon entwickelt, das Oxytocin, mittlerweile wird es auch genannt Kuschelhormon. Das lässt uns bei nahen Beziehungen ein großes Wohlgefühl entstehen. Und was ist eine nahe Beziehung, könnte man sich fragen. Man könnte sagen, das ist eine Beziehung, in der ich mich öffnen kann dem anderen gegenüber und er oder sie sich mir gegenüber öffnen kann, in einer auch natürlich ausreichenden Häufigkeit. Und
Es ist nicht nur so, dass das Oxytocin alle möglichen Stressreaktionen des Organismus wunderbar dämpft und dass es die Abbauprodukte vom Oxytocin das Immunsystem stimulieren. Menschen mit mehreren guten, nahen Beziehungen werden definitiv seltener krank. Es lässt uns auch belastende, manchmal sogar traumatische Ereignisse schneller wieder vergessen und so wieder positiv voranschreiten. Und das ist also so ein ganz zentrales Hormon. Es gibt es zwar mittlerweile bei Amazon auch als Nasenspray. Wer auch immer das einsetzen möge, ich bevorzuge die natürliche Variante. Würde das wirklich wirken? Es gibt tatsächlich in der Psychiatrie erste Therapieversuche. Das auf Amazon ist natürlich nur in eigentlich homöopathischen Dosen, das dürften sie sonst nicht verkaufen. Aber unabhängig davon, ich denke, die natürliche Variante zu Oxytocin zu gelangen, ist allemal vorzuziehen. Und da muss man natürlich schon sagen, 1000 Facebook-Beziehungen ersetzen nicht 2-3 gute Freunde. Und wir neigen schon dazu, uns in virtuellen Welten zu verlieren und eigentlich für die realen Menschen gar keine Zeit und Aufmerksamkeit mehr zu haben. Und so sehen wir eigentlich, noch einmal mit Burnout zu tun, man sieht bei Burnout-gefährdeten Menschen ganz, ganz oft, dass nicht nur in der Arbeit Probleme auftauchen, sondern auch, dass diese Beziehungssäule im Leben immer mehr erodiert, ohne dass sie es wahrhaben. Und plötzlich gibt es einen Knicks und dann ist alles anders, ohne dass man es vorher realisiert hat. Und da gut vorzubeugen und gut auf die Beziehungen zu schauen, ist ein ganz, ganz zentraler Teil der Burnout-Prävention. Das sind im Prinzip Kontakte in alle Richtungen. Das ist die partnerschaftliche Beziehung, die Beziehung zu Kindern, zu den eigenen Kindern natürlich, ganz wichtig, ja. Aber auch gute Freunde, würde ich sagen. Sehe ich das? Unbedingt. Und es ist nur so, dass eben Menschen, die jetzt schon in starken Belastungssituationen sind, vielleicht auch Burnout gefährdet sind, das oft negieren und sagen, schupfe eh alles locker, das geht sich alles aus. Aber die Partnerin oder der Partner daheim fühlt sich schon richtig gehend hilflos. Und man kriegt es gar nicht mit. Also auch als Partner muss man da anregend, motivierend sein, damit die Beziehungen wirklich gepflegt werden auch. Dinge ansprechen, genau. Schön. Was haben Beziehungen mit einer guten Ernährung zu tun? Aus meiner Sicht ganz viel. Das, was Sie gerade angesprochen haben, dass diese Beziehungen schon in der Familie oft nicht mehr sehr stabil stattfinden, merkt man sehr häufig, dass nicht mehr gemeinsam gegessen wird, dass nicht mehr gemeinsam gekocht wird. Und genau da, diese Rituale würden Kinder so sehr brauchen, weil da geht es um Sicherheit, haben wir gehört, da geht es um Bindung, da geht es um Vertrauen. Und das nährt uns auf eine ganz besondere Art und Weise. Also jeder kennt wahrscheinlich auch das Gefühl, eine Suppe oder ein Essen zu sich zu nehmen von der Oma oder von der Mama, von einer Person, wo ich eine sehr starke Bindung habe. Und da was zu essen, was aufzunehmen, was miteinander zu essen, das nährt uns anders, als wenn wir dasselbe Gericht einfach irgendwo alleine essen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich glaube, dass es ganz schön und wichtig sein kann, miteinander zu kochen. Auch wieder Kinder verlernen zu kochen, das ist später ein großes Problem. Viele Menschen wissen heute nicht mehr, wie man eine Mahlzeit zubereitet. Ein Freund von mir, die Tochter war in Amerika und die hat erzählt, bei einem Schulaustauschprogramm, die Familie hatte kein Essgeschirr mehr. Ja? Es gab keine Töpfe, es gab kein Essgeschirr, da schieben sich die Leute die fertigen Menüs in die Mikrowelle, jeder nimmt sie das dann und isst zu Hause, isst im Zimmer oder irgendwo im Wohnzimmer, vor dem Bildschirm, vor dem Computer, nicht gemeinsam. Ja? Also diese Verbindung, die fehlt einfach sehr, sehr häufig. Und nicht umsonst, Gott sei Dank, boomt. In der Zwischenzeit gibt es Kochkurse, gibt es Firmen-Events, wo gemeinsam gekocht wird, wo Firmen mit Kunden kochen, weil man immer wieder oder immer mehr, Gott sei Dank, draufkommt, welche Intensität an Verbindung das macht. Ich sage immer, für jemanden oder mit jemandem zu kochen, ist eine der intimsten Dinge, die wir miteinander teilen können. Ja, es gibt wenig, das, was ich angreife, kommt in den anderen hinein. Es gibt nur Pflege, ärztliche Betreuung und Sexualität. Ja? Was eine ähnliche Nähe erzeugt. Und darum glaube ich, dass Beziehung und Essen ganz viel miteinander zu tun haben und vor allem uns einfach helfen können, gesund zu bleiben. Sehr schön. Herr Dr. Lalušek, Sie sprechen über die Burnout-Spirale im Buch und ein Teilchen davon ist Multitasking. Und da gibt es eine Verbindung zu Gehirn. Was genau bewirkt das Multitasking? Was für einen Effekt
hat das in unserem Gehirn? Naja, es hat mehrere Effekte. Da muss ich Sie sozusagen, nachdem Sie mich als Dame interviewen, auch gleich enttäuschen muss, bei Männern und Frauen die gleichen sind. Also, dass Frauen besser multitasken können als Männer, ist eine wissenschaftliche Legende, die aus Missverständnissen heraus entstanden ist. Wir reden uns das vielleicht doch ein, wir Frauen. Das kann auch sein. Wobei, es gibt schon so was wie eine geteilte Aufmerksamkeit über so, was das Kind im Hintergrund oder beim Autofahren, die Musik, das ist was anderes. Aber auf mehrere Sachen, die Aufmerksamkeit erfordern, gleichzeitig zu achten, geht hirntechnisch nicht, sondern das Gehirn macht dann Folgendes. Es beginnt blitzschnell zwischen den Aufgaben herumzuschalten. Im Hundertstelsekundentakt. Wir merken das nicht. Wir glauben, dass wir mehrere Bälle jonglieren. In Wahrheit ist es ein ständiges Herumschalten. Jetzt weiß man, dass wir haben so etwas wie einen geistigen Arbeitsspeicher. Das ist die Menge an Informationen, die wir pro Sekunde bewusst verarbeiten können. Das kann man auch messen. Das sind ca. 40 Bit pro Sekunde. Das ist leider nicht sehr viel. Und diese 40 Bit pro Sekunde werden durch das Herumschalten schon zu 40% verbraucht. Nicht durch das Erledigen der Aufgaben, sondern nur durch die Schaltvorgänge. Das heißt, es ist so ähnlich, wie wenn man beim Computer den Arbeitsspeicher halbiert. Na, er wird langsamer, die Fenster bleiben stecken, wir werden auch langsamer, fehleranfälliger. Und sehr interessant ist, dass man festgestellt hat, dass der Leistungsabfall unter Multitasking bei Menschen, die viel multitasken und die von sich auch behaupten, dass sie das besonders gut können, besonders stark ist. Das heißt, es ist interessanterweise eine Tätigkeit, die ich nicht trainieren kann, sondern die durch häufigen Gebrauch schlechter wird. Und jetzt ist aber das nur ein Rand des Problems, dieses Herumschalten und der Verlust des Arbeitsspeichers, sondern gibt es noch was Gravierendes. In der Tiefe des Gehirns sitzen unsere Gefühlszentren, limbisches System nennt man das, und da sitzen unsere Erinnerungen abgespeichert und zwar eingefärbt nach einem emotionalen Gehalt. Also angenehme Erinnerungen, grüne Ordner könnte man sagen, und unangenehme Erinnerungen, die roten Ordner. Unerledigte Sachen, ungelöste Probleme, Sorgen, alles Mögliche. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Angenommen, ich bin gerade bei der Aufgabe A, weiß nicht, ich schreibe gerade irgendwas oder sitze am Computer, prüfe was, irgendwas, und dann kommt eine Ablenkung, Aufgabe B, mein Handy läutet, was auch immer, ich schaue drauf. Und in diesem ganz kurzen Zeitraum, wo ich nicht mehr bei A bin und noch nicht bei B angelangt, des Umschaltens, ist unser Arbeitsspeicher für kurze Zeit ganz leer. Das, was wir nicht bewusst merken, aber das Unterbewusstsein sofort, und schickt uns alle roten Ordner hinauf ins Bewusstsein. Nur die unangenehmen. Warum? Das ist, klingt total blöd von der Natur. Kommt offensichtlich noch aus der Steinzeit, wo diese unangenehmen Sachen oft lebensbedrohliche Sachen waren. Eine Schlange im Gebüsch, ein Feind, Wassermangel, was auch immer. Wir kennen das, auch wenn wir mal nicht, eine Nacht nicht schlafen können, es fallen uns selten die angenehmen Sachen ein. Ja, die unangenehmen haben auch beim gesunden Menschen Priorität. Das heißt, ich schaue jetzt vielleicht auf mein Handy, gleichzeitig werden die Sachen raufgeschickt und mir fällt gleichzeitig ein, ah Jesus, na, den habe ich auch noch nicht zurückgerufen und dann muss ich noch die E-Mail schreiben und dann kommt das Meeting und was kaufe ich heute Abend ein und etc. Ja, wir beginnen also an viele andere Sachen zu denken, bis wir wieder dann bei der Aufgabe A irgendwann wieder angelangt sind. Man hat in Unternehmen festgestellt, dass das oft am Arbeitsplatz 15, 20 Minuten dauert, weil die Menschen dann beginnen, alles Mögliche andere anzufangen, aber nicht fertig zu machen. Jetzt sind das aber wieder lauter Umschaltvorgänge. Das heißt, das Ringelspiel geht da weiter. Und ich bin in einem Kreislauf, wo mir alle belastenden Probleme und unerledigten Sachen ständig ganz knapp unter der Oberfläche des Bewusstseins präsent sind. Das heißt, ich lande in einer ganz hohen emotionalen Dauerbelastung und werde dann zum Getriebenen meiner eigenen unerledigten Sachen. Und der dritte Effekt ist dann, in diesem Ringelspiel fange ich vieles an, mache aber wenig fertig. Das heißt aber, ich raube mir meine eigenen Erfolgserlebnisse. Weil Erfolgserlebnis fürs Gehirn bedeutet, es gibt ein Ziel, ich bemühe mich und ich sehe auch, dass ich es erreicht habe. Dann wird immer ein bisschen Glückshormon ausgeschüttet. Das geht, kommt hier nicht mehr. Der vierte Effekt schlussendlich ist, wenn mein Gehirn häufiger in diesem Modus ist, kommt es auch dann nicht mehr zur Ruhe, wenn ich nichts zu tun habe. Das heißt, das Sitzen auf der Couch zu Hause ist dann keine Erholung mehr, dann habe ich keine Regeneration mehr und dann schließt sich der Teufelskreis. Und was ist jetzt der Weg heraus? Der Weg heraus ist volle Konzentration auf eine Aufgabe mit den 40 Bit. Dann habe ich einen mentalen Schutzriegel vor diesen anderen Sachen und wir nennen diesen Zustand Single Tasking. Und die Kunst oder was ich mit ganz vielen Menschen bespreche, sei es bei mir in der Praxis oder in Unternehmen, in Workshops, wie auch immer,
ist jetzt zu sagen, wie kann ich dieses Wissen in meinen Alltag individuell integrieren? Weil das kann man ja nicht bei jedem gleichermaßen machen. Und wie kann ich vielleicht in meinem Arbeitstag eine Phase mal implementieren, eine halbe Stunde am Tag, wo ich wirklich ungestört bin, wo ich nicht einmal merke, dass mein Handy läutet, wo ich nicht merke, dass eine neue E-Mail kommt, vielleicht auch am Anfang des Tages zu planen, was mache ich heute und was mache ich heute nicht. Weil das Unterbewusstsein denkt nämlich sonst immer an diese Sachen und der Tag ist nie fertig. Und das sind so Möglichkeiten, wie ich allmählich wieder in einen Tag kommen kann, wo ich sage, ich gestalte den Tag und nicht ich werde gestaltet. Und das wäre so mal ganz grob. Multitasking. Klingt einfach, ja. Wir werden uns bemühen. Ja. Ich bin nämlich genauso ein Fall für Sie. Ja. Aber es stimmt, also ein guter Plan ist schon die halbe Arbeit. Und das kann man wahrscheinlich da... Wir haben mittlerweile eine so starke Angewohnheit an dieses Multitasking und der Alltag ist auch so drückend, dass das bloße sich vorzunehmen meistens nicht reicht. Sondern wenn ich ein bisschen Gehirnschmalz investiere und ich kenne ja meinen Tag schon ein bisschen und ich kann mir überlegen, wo könnte ich mit so einer Phase anfangen? Ja, und gerade zum Beispiel Menschen, die in Führungsaufgaben sind, glauben oft, sie müssen ständig für ihre Mitarbeiter erreichbar sein. Das stimmt nicht. Jede Führungskraft hat auch, soll auch, ungestörte Zeiten haben. Wenn es für die Mitarbeiter vorhersehbar ist, wann das ist, funktioniert das auch. Das können jetzt Führungskräfte sein, das können Mitarbeiter sein, das kann man aber auch im Elternberuf sozusagen auch ein bisschen pflegen, dass es auch Zeiten gibt, wo auch ich nicht gestört werde. Danke, tolle Tipps. Jetzt wissen wir, dass Multitasking nicht gesund ist. Was können wir von der Ernährungsseite tun, damit wir das ein bisschen aufheben oder wieder gut machen, was wir doch den ganzen Tag am Multitasking machen? Was haben Sie für Tipps für uns auf Lager? Wir haben gehört, dass es wichtig wäre, dieses Single-Tasking wieder zu erlernen und in den Alltag zu integrieren. Und die einfachste und beste und im besten Fall dreimal am Tag vorhandene Gelegenheit ist beim Essen. Das haben wir auch völlig verlernt. Wir essen irgendwo zwischendurch, wie ich vorher erzählt habe, vom Bildschirm, irgendwo auf der Gasse, beim Warten, in der U-Bahn und sind mit unseren Gedanken woanders. Vielleicht telefonieren wir noch dazwischen, lesen irgendwas. Das heißt, unser Hirn ist nicht dort und unser ganzer Körper, unsere ganze Aufmerksamkeit ist nicht dort. Und ich kann mir das zur Angehörigen, erstens ist es ein schönes Training, es immer wieder zu üben und es hat ganz viele tolle Nebeneffekte. Ich schmecke, was ich esse. Das ist übrigens auch eine gute Qualitätskontrolle. Ja? Wenn meine Sensorik, wenn meine Geschmackssinne wieder sozusagen zum Leben erweckt werden und wieder funktionieren richtig, dann kann ich, wir sind ja da gut ausgerüstet von der Natur, dann kann ich gut unterscheiden, was schmeckt gut, was ist hochwertig, zum Beispiel bei guten Ölen kann ich das gut über die Sensorik schaffen. Das ist immer so die Frage, schlechte Olivenöle gibt es ganz, ganz viele, da steht drauf, extra virgin Olivenöl ist aber leider keins, da werden wir von der Industrie auch sehr gerne hineingelegt. Wenn ich lerne, das zu erschmecken, zu erriechen, dann bin ich sozusagen da auch autonom. Die Vielfalt an Geschmäckern wahrzunehmen. Ja? Wir sagen in der TCM am besten alle 5 Geschmäcker, süß, sauer, salzig, scharf und bitter in einem Essen zu haben, das spricht unterschiedliche Organsysteme in uns an. Das macht sozusagen eine ganzheitliche Wirkung auf uns. Und die tolle Geschichte des Kauens. Also wir sagen in der TCM bis zu 30 bis 50 Mal einen Bissen zu kauen, wobei es natürlich darauf ankommt, was ich esse. Weiß nicht, wer das schafft von Ihnen. Da nehme ich mir Zeit, da habe ich meine Aufmerksamkeit beim Essen. Und was passiert beim langsamen Kauen? Erstens einmal beginnt unser Verdauungsprozess im Mund. Das heißt, die Dinge werden ganz anders zerlegt. Ich brauche viel weniger Kraft. Meine Verdauung ist entlastet. Ich habe sozusagen da viel mehr Energie zur Verfügung, dass das Essen auch gut umgewandelt wird. Und ich bin im Normalfall viel schneller satt. Dauert ja eine Zeit, bis das sozusagen ans Hirn gemeldet wird, dass ich satt bin. Wenn ich das nur schnell in mich hineinschlinge, bekomme ich das gar nicht mit und außerdem bin ich mit meiner Aufmerksamkeit sowieso ganz woanders. Das heißt, das sind alles Dinge, wo ich mir das Essen, das tägliche Essen zum Ritual nehmen kann, hier ganz viel rauszuholen. Und ein Punkt, den finde ich auch immer ganz wesentlich, sich herzuholen, das haben wir auch leider immer wieder verloren. Wir wissen aus der Glücksforschung, eine der wesentlichsten Dinge, damit es uns gut geht, ist Dankbarkeit.
das kann ich beim Essen dreimal täglich üben und trainieren. Ja? Wir sind so privilegiert, dass wir so eine Vielfalt, so einen Reichtum haben, den wir essen können, den wir jeden Tag zur Verfügung haben. Da kann ich täglich einmal, wie oft ich es halt schaffe, dankbar sein. Auch das nährt mich auf einer ganz anderen Ebene zusätzlich zu den hoffentlich guten Inhaltsstoffen. Sie sprechen auch im Buch über Nährstoffe, die wir in gestressten Zeiten zu uns nehmen sollten, aber sprechen auch über die moderne Nährstoffarmut. Was meinen Sie damit? Also es ist ja kein Zufall, dass wir heute bei Ihnen sind. Wenn wir da durch die Regale gehen und schauen, wir haben hier höchstgradig hochwertige Nahrungsmittel. Ich finde, wir sind in einer ziemlich schizophrenen Situation heute. Wir haben auf der einen Seite einen Reichtum, den wir noch nie hatten. Und auf der anderen Seite war gerade beim Essen, gerade bei unserer Versorgung mit Lebensmitteln, eine ganz fürchterliche Armut. Warum? Man weiß heute, konventionell angebautes Obst und Gemüse hat in der Zwischenzeit einen Bruchteil an Vitaminen, Mineralstoffen und Dingen, die uns gut tun, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Unsere Böden sind kaputt, die Gewässer sind verschmutzt. Also es bleibt so wenig übrig und darum ist es umso wichtiger zu schauen, was ich zu mir nehme, in welcher Qualität. Man weiß heute, Gott sei Dank, gibt es Gegenbewegungen, es gibt viele Bioprodukte, es gibt Bewegungen wie Slow Food, die auch eine andere Ebene noch mitdenken, die Sie vorher angesprochen haben, die soziale Ebene, ja, dass wir nicht nur sozusagen alles uns nehmen, von der Erde bis hin auch zu den Produzenten, von den Bauern, von den Äckern etc. Und diese Ebene hier zu bedenken. Und was wir auch noch machen, jetzt haben wir eh schon Grundprodukte, die sozusagen geschwächt sind, weil der Boden kaputt ist, weil Pestizide, Herbizide etc. alles sozusagen nur eine Ertragssteigerung machen, und dann verarbeiten wir diese Lebensmittel zu Tode. Wird uns pasteurisieren, wird uns homogenisieren, wir verarbeiten sie in einer Form, dass nichts mehr übrig bleibt. Ich sage immer, man braucht wirklich nur den gesunden Hausverstand verwenden. Ja, wenn ich Getreidekörner hernehme, wenn ich Samen, Sesam, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Hülsenfrüchte, da kann ich ein so ein Ding in die Erde stecken und da wächst eine ganze Pflanze draus. Da zeigt mir sozusagen die Natur schon, was hat Kraft. In der TCM würden wir sagen, Qi, die Hildegard von Bingen hat gesagt, Grünkraft. Ja. Da kann ich mich wirklich nähern, da kann ich wirklich Energie bekommen. Probieren Sie das einmal mit einer, weiß ich nicht, Dosensuppe, Gulaschsuppe, stecken Sie es in die Erde. Es wird nichts passieren, ganz im Gegenteil. Die ist schon so konstruiert, dass da möglich nichts wächst, ja, weil da dürfen keine Bakterien mehr drinnen sein und so weiter. Das heißt, ich brauche nicht immer hochtrabende Theorien dahinter, sondern, und ich glaube, das ist was, worum es uns auch ganz massiv geht, das auch wieder spüren zu lernen. Und da ist das Essen eine wunderbare Möglichkeit. Schön. Eine Frage an Sie, Herr Dr. Laluschek. Sie haben auch angesprochen, die, nicht nur die gesunde Ernährung, sondern auch Bewegung und Entspannung. Was sind das für wichtige Komponenten und warum sind sie so wichtig bei Balanced Food oder auch bei Multitasking oder auch bei Burnout, wenn wir diese Wörter nochmal herausholen? Und was empfehlen Sie jetzt für gestresste Menschen? Was können wir alles noch tun? Manchmal einfach weniger. Ja, es ist das Leben, jedes Leben besteht aus einem Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Das ist so einfach sichtbar am Herzschlag. Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Würde das Herz sich nur mehr anspannen können, wir sind in 2 Sekunden tot, weil es sich nicht mit frischem Blut füllen kann. Einatmen, ausatmen, schlafen, wachen, die Jahreszeiten. Also alles folgt einem Wechsel von vermehrter Anspannung und vermehrter Entspannung. Und jeder Spitzensportler, die Spitzensportler sind manchmal ganz gute Beispiele, nicht wegen am Doping, das weniger, aber ein Sportler hat eine unmittelbare Erfolgskontrolle, ob das, was er tut, ihm Erfolg bringt, weil entweder er oder sie steht am Stockerl oder nicht, oder kommt halt weiter vor oder nicht. Das ist jetzt, kann man sehen, wie man will, also ich bin jetzt nicht ein Spitzensportfan, aber was die Sportler schon lange erkannt haben, gute Regeneration ist die Basis einer optimalen Leistungsfähigkeit. Und der Coach eines Spitzensportlers hat oft nicht die Aufgabe, dem die neuesten Kniffe zu zeigen, sondern dem zurückzuhalten von zu viel Training. Dem zu sagen, so, jetzt machst du eine Pause, jetzt kommst runter,
also weniger zu machen, weil der Sportler das alleine aus seinem Ehrgeiz heraus nicht machen würde. Also diese Förderung der Regeneration ist unglaublich wichtig und wir können unseren Körper nicht unendlich betrügen. Der Körper gewinnt immer, könnte man sagen. Das ist recht lapidar. Wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir den langfristig übersteuern können, nur aus einem gewissen Ehrgeiz heraus. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was sind jetzt so die basalsten Methoden, die Regeneration zu fördern? Naja, es ist sehr einfach, weil physiologisch betrachtet spricht unser Organismus dem des Steinzeitmenschen. Und der Steinzeitmensch oder die Urvölker sind teilweise 40 Kilometer am Tag gelaufen oder zumindest zu Fuß gegangen, im so Trab und dann wieder gehen und wieder ein bisschen laufen. Na gut, 40 Kilometer am Tag werden wir vielleicht nicht schaffen, aber dennoch ist es ganz klar, dass Bewegung eine der allernatürlichsten Methoden ist, um Stresshormone abzubauen, weil die Stressreaktion im Körper ist ja eigentlich eine Kampfreaktion. Jetzt heute Kampf oder Flucht. Heutzutage können wir, ich kann meinem Geschäftspartner weder eine runterhauen, noch kann ich aus dem Büro flüchten. Da bleibt nicht viel über. Und diese schädlichen und die Stresshormone, die eigentlich von der Natur positiv gemeint waren, für Energiebereitstellung und alles, werden dann schädlich für mich. Man weiß sogar, dass im Gehirn durch Cortisol, also chronische Stresshormone, Gehirnzellen absterben und ähnliches. Und jetzt durch Bewegung kann ich das abbauen. Jetzt ist aber ganz wichtig, gerade bei Menschen, die unter sehr starkem Leistungsdenken stehen oder sehr viel Stress haben, die haben dann oft einen Gedanken, die sagen sich, also gut, ich habe eine halbe Stunde Zeit, mehr ist es dann nicht, oder 40 Minuten, wie kann ich das möglichst gut nützen, angenommen ich gelaufen, sage ich mal, na dann laufe ich halt so schnell ich kann und dann höre ich wieder auf, wenn ich nicht mehr kann und dann sozusagen habe ich die Zeit am besten genützt. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich so etwas mache, dann steigt natürlich die Stressverarbeitung an, weil das ist ja eine Maximalleistung. Und nach dem Sport bleibt sie oben. Das heißt, das ist ein hervorragendes Mittel, um meinen Organismus unter noch mehr Stress zu setzen. Jetzt kann ich sagen, dann gehe ich halt nur langsam spazieren. Das ist sicher auch nett, das natürlich aber bringt jetzt körperlich nicht so viel. Was wäre jetzt optimal? Wenn ich eine moderate Belastung habe, und dazwischen immer wieder Phasen, wo es runtergeht mit der Belastung. Also sozusagen eine moderate Intervallbelastung. Das kann ich jetzt mit der Herzfrequenz und mit der Stoppuhr machen, wenn ich das gerne habe. Ich kann es aber auch nach dem Gefühl machen und dann geht es vielleicht manchmal bergauf und dann wieder bergab und ich habe eh die Intervalle drinnen. Und das ist vielleicht eine Pulsfrequenz von 130. Ja, und dann, was dann passiert ist, dass während dieser Bewegung auch mein Stresssystem aktiviert wird, durchaus. Aber dass es nachher runtergeht und unten bleibt. Und den Effekt möchte ich gerne. Wie lange am Tag? Naja, 2,5 Stunden die Woche. Okay. Und zwar aber besser nicht 2,5 Stunden einmal am Sonntag, sondern halt aufgeteilt. Und wenn ich sage, wir haben ein großes Projekt gemacht, einen ganz großen österreichischen Konzern, wo wir 1000 Stressmessungen gemacht haben, Messungen der Stressverarbeitung. Und wir haben festgestellt, dass die Mitarbeiter, die schon eine Stunde Sport pro Woche machen, das ist weniger als eine Viertelstunde am Tag, hatten messbar viel, viel bessere Stress- und Regenerationswerte. Also das ist wirklich, so viel ist nicht notwendig und ich muss mich auch nicht total auspowern. Ja, das klingt gut, wirklich. Ja. Angenehm. Was wichtig ist beim Sport, ist aber nicht nur die physiologische Komponente, sondern auch die innere Haltung. Also wenn ich Sport mache und ich habe ein ständiges inneres Nein, nein, ich will das jetzt nicht machen, dann lass es besser bleiben. Dann findet man was anderes. Also Bewegung ist einfach eine super Möglichkeit. Sie haben noch was anderes genannt jetzt. Entspannung. Entspannung, naja sicher. Ja, Entspannung. Also einerseits ist natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich häufiger Single-Tasking mache, kommt mein Gehirn schon, wenn ich einmal nichts zu tun habe, schon von allein besser zur Ruhe. Ja? Entspannung heißt natürlich mitunter auch, Dinge, die angstbesetzt sind und die mir im Genick sitzen, einmal anzuschauen. Die rote Kiste herausholen. Die rote Kiste herausholen oder mich dem, was mich da ständig hinten stört und ängstigt und was ich mir nicht anschauen traue, mich einmal umzudrehen und mich dem zu stellen. Ja, bedeutet, entspannte Beziehungsmomente zu haben. Bedeutet vielleicht auch, über Atmung Entspannung zu finden. Wenn wir solche Messungen der Stressverarbeitung machen, sehen wir im Idealfall ganz, ganz ausgeprägte Effekte,
wo man sieht, dass ich durch das tiefe, langsame Ausatmen oft eine Stressreduktion in meinem Organismus um 50% erreichen kann. Und je häufiger ich das tue, umso stärker wird dieser Effekt. Und ich habe mal ein Interview gesehen mit dem obersten Hindu, quasi der Papst der Hindus, könnte man sagen. Und das war ein ca. 55-jähriger Mann, würde ich sagen, hat sehr entspannt gewirkt. Und der Reporter hat ihn gefragt, also, und die Hindus haben in ihrer ganzen Philosophie sehr viel mit Atmung zu tun. Und der Reporter hat ihn gefragt, also sie wirken so entspannt, sie haben doch hunderte Millionen Gläubige, für die sie sich da sorgen müssen. Was ist ihr Geheimrezept gegen den Stress? Und er hat geantwortet, wissen Sie, ich habe in den letzten 30 Jahren keinen Stress mehr gehabt. Also so weit kann man es bringen durch zum Beispiel eine Förderung der atembasierten Entspannung. Da gibt es natürlich eine Reihe von Methoden, die man erlernen kann, aber eigentlich ist ein Haupteffekt einfach die ganz simple Zwerchfellbewegung, weil die quasi die Entspannungsnerven kitzelt, könnte man sagen. Da kommt es einfach darauf an, wie regelmäßig und wie häufig tue ich das. Und das kann ich in der Straßenbahn machen, das kann ich am Arbeitsplatz machen oder wenn ich zu Hause auf der Couch sitze. Und wenn es mich interessiert, gehe ich vielleicht auch mal in einen Entspannungskurs oder in Yoga, Meditation, was auch immer. Aber das Wesentliche ist, dass ich es tue. Schön. Ja. Sie haben auch schon angesprochen, gleich meine nächste Frage, weil Sie im Buch ja viele wissenschaftliche Hintergründe ansprechen, ja, aber doch auch immer wieder erzählen aus den östlichen Traditionen. Es wird auch die traditionelle chinesische Medizin angesprochen oder buddhistische Traditionen. Können Sie das noch ergänzen, warum Sie eigentlich auch das mit einbeziehen? Ja, nun, die wesentlichen Probleme, vor denen jeder von uns steht im Laufe seines Lebens, sind in den letzten 5000 Jahren die gleichen geblieben. Die Menschen haben schon vor 5000 Jahren Angstzustände gehabt, haben Depressionen gehabt. Die Indios im Regenwald kennen einen Zustand, das nennen sie Seelenverlust. Die sagen, in einem Zustand, in einer Situation zu starker Belastung flüchtet sich die Seele in einen Schutzraum und kehrt erst dann zum Körper zurück, wenn es sie wieder gefahrlos zurückkehren kann. Und die Symptome, die die Indios bei diesem Seelenverlust beschreiben, sind praktisch genau die gleichen, wie wir sie beim Burnout finden. Es gibt im Alten Testament die Geschichte vom Propheten Elia, wo man sagen würde, der hat ein Burnout gehabt heutzutage. Und es ist auch schön zu sehen, wie er wieder rauskommt, aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen, als Anregung vielleicht mal nachzulesen. Also diese grundlegenden Probleme sind die gleichen geblieben. Schon vor 2000 Jahren, Cicero hat sich beklagt über die unhöflichen Jugendlichen und die ständige Beschleunigung. Also es ist, und daher, jetzt haben wir aber gleichzeitig natürlich schon neue Erkenntnisse. Die wollen wir auch integrieren. Und insofern könnte man sagen, wenn sich alte Weisheit und neue Erkenntnisse treffen und wir zu Zugängen kommen, die an unser modernes Leben auch gut angepasst sind, weil ich kann ja nicht das Rad der Zeit, wollen wir auch nicht zurückdrehen, ich will ja nicht leben wie der Höhlenmensch. Also angepasst, alte Weisheit, neue Erkenntnisse und aus meiner Sicht gerne grundiert mit einer guten Portion Hausverstand. Ich glaube, dann kommen wir gut weiter. Und insofern bieten die fernöstlichen Zugänge vieles, was sehr, sehr wertvoll ist. Weil die haben sich sehr viele Gedanken gemacht, haben über tausende Jahre Erfahrungen gesammelt. Ich habe allerdings auch ein Denkgebäude kennengelernt, wo ich sage, das ist noch viel mehr in unserer westlichen Kultur beheimatet. Das ist so diese sogenannte Existenzanalyse von Viktor Frankl, die ähnlich tiefgehend geht und die zum Beispiel erstens sagt, manchmal kann ich eine Situation nicht verändern. Und wenn ich eine Situation aushalte, die ich nicht verändern kann, ist es so wichtig, dass ich einen Weg finde, sie mit einem inneren Ja auszuhalten. Wenn ich weiß, wofür ich sie jetzt aushalte, während das innere Nein macht mich krank. Und das unterscheidet, glaube ich, Gelassenheit von Resignation. Und auch mal die Frage zu stellen, also wir stellen ja so gern die Frage, was will ich vom Leben? Ich möchte mich verwirklichen und so weiter. Manchmal lohnt es sich auch, die Frage zur Seite zu stellen, was will das Leben von mir? Wozu ist es gut, dass ich da bin? Und das in einem Wechselspiel. Und die fernöstlichen Weisheiten bieten uns da ein reiches Feld, das wir ja nicht hundertprozentig integrieren müssen, weil es ist ja auch ein bisschen exotisch manchmal für uns, aber es steckt halt einfach auch sehr, sehr viel drin. Sehr schön. Möchten Sie das noch ergänzen? Ja, unbedingt. Also Ernährungsideen. Was ich sehr schön finde, was Sie vorher gesagt haben, diese
es muss nicht das eine oder das andere, sondern es ist ein sowohl als auch und es wird auch immer mehr sozusagen so, dass es verschmilzt, dass wir heute Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen, die es in der TCM, in der TEM, in der traditionell europäischen Medizin, denkt man zum Beispiel an die Signaturenlehre, die sagt, die Dinge wirken sehr häufig so, wie sie aussehen. Die Walnuss schaut aus wie ein Gehirn. Lange Zeit hat man so in der westlichen Wissenschaft gesagt, Signaturenlehre, das ist irgendwie Schwachsinn, wieso soll das wirken? Und heute weiß man, die Walnuss hat ganz viele Inhaltsstoffe, die auf unser Gehirn wirken. Gibt es ganz viele Beispiele dafür. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, dass diese ganzen ganzheitlichen Traditionen, sei es die traditionell chinesische Medizin, sei es das indische Ayurveda, sei es Hildegard von Bingen und alles, was wir unter traditionell europäischer Medizin einstufen, die haben alle die Ernährung als einen ganz, ganz wesentlichen Grundpfeiler, dass wir gesund bleiben. Es geht um eine prophylaktische Medizin. Es geht sozusagen nicht darum, erst zu handeln, wenn wir schon krank sind. Das heißt, es geht ganz viel um Lebensstilveränderung, wo wir jeden Tag ganz viel dazu beitragen können. Und ich sage mir, es ist eben der Hausverstand da noch ganz anders verankert. Das sind Denkmodelle, die haben sich immer an der Natur orientiert. Die haben nichts anderes gemacht, als die Natur beobachtet und ihre Schlüsse gezogen. Gespürt, und ihre Schlüsse gezogen. Und da, glaube ich, können wir mehr hinkommen und sozusagen diese klassische wissenschaftliche Seite verschmilzt auch immer mehr. Damit bin ich überzeugt davon. Und alle Ergebnisse, die es heute aus der Hirnforschung und der Neurologie gibt, der moderneren Zeit, bestätigen uralte buddhistische Traditionen, Meditationstechniken etc. Das wendet man heute an in Spitälern etc. Also da, glaube ich, gibt es ein Zusammenwachsen und darum muss dieses Thema in dem Buch natürlich auch vorkommen. Sie haben ja auch sehr viele schmackhafte Rezepte im Buch eingearbeitet und eingebracht. Da sind auch die verschiedensten Ernährungsweisheiten drinnen. Stimmt. Also da ist Hildegard von Bingen dabei, da ist DCM dabei. Also da sind wirklich schöne Dinge drin. Ich glaube, ich habe 50 Rezepte gezählt, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und es ist wirklich sehr spannend, in dem Buch zu blättern. Es sind auch wertvolle Zitate herinnen. Eines habe ich mir herausgenommen und habe mir gedacht, das möchte ich Ihnen gerne mitgeben heute Abend zum Nachdenken. Wie viel Unheil allein durchs Nichtstun verhindert werden könnte, von George Mikes. Einfach nichts tun. Die Italiener sagen Dolce. Danke. Das süße Nichtstun, vielleicht gelingt es Ihnen heute am Abend, einfach wirklich nichts tun. Und ich glaube, wenn man nichts tut, dann beginnt das Gehirn zu entspannen und dann kann man vielleicht mal die rote Kiste herausholen, das haben wir schon vorgenommen, die mal durchzuarbeiten und eins nach dem anderen erfolgreich abzuschließen. Das ist schon mein Plan nach dem heutigen Abend. Sie haben uns sehr viel verraten, vielen Dank, aber ich weiß, ich habe das Buch gelesen, noch nicht alles. Vor allem die Rezepte sind sehr wertvoll und auch spannend, weil sie interessante neue Dinge mischen, die man aber auch schnell mischen kann, auch wenn es einmal schnell gehen sollte, aber sich dann beim Genießen wiederum die Zeit nehmen darf. Danke, dass Sie da waren. Danke auch an Sie, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, es hat viel gebracht. Ich bin mir sicher, es hat ein bisschen was gebracht, dass Sie das heute auch mitnehmen konnten. Sie haben die Möglichkeit im Anschluss auch noch zum persönlichen Gespräch mit den Autoren und eventuell Ihr Buch noch signieren zu lassen, wie auch immer. Und ja. Das ist tolle Buffet zu essen. Das Buffet, genau. Irgendwas war es noch. Essen. Wir können gern noch ein bisschen zusammen stehen, Wasser trinken, Brötchen essen, plaudern und unsere Beziehungen pflegen. Dankeschön.